Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir sind auf Welt. Wir wollten uns hier mal ein bisschen umschauen, ein bisschen mit Leuten reden. You have questions? Und dann irgendwie eine Cat-Basis oder sowas angreifen. Wie es aussieht. Schauen wir einfach mal. Zuvor gibt es aber hier irgendwo noch einen Nebenauftrag. Hinten. Vielleicht. Ist es bei den Doktoren? Gucken mal. Ja. Hallo. Da hinten. Die Priesterin. Oh. Hi. You seem troubled. Oh, Pathfinder Rider. I was just speaking a blessing for two of our young soldiers murdered by the Ket. So many dead or disappeared, but these two cuts are the deepest yet. Ja, wieso? Was los? Did you know them well? They would be alive if they hadn't welcomed this death. I'm not sure I understand. These children were swayed by a new belief that's taken hold. A soul finds enlightenment through reincarnation. But some now think they can force this. They fling themselves at death, thinking they will be reborn stronger. Glory seekers, we call them. Oha. I have heard of this. No one I know, but I can't be certain. Reincarnation is a nice thought, but to die for it? This has consequences. If you meet some of these glory seekers, do what you can to save them from death. That's all any of us can do. Okay, machen wir. Thank you. Mit einem Ruhmsucher reden. Mal gucken, ist das irgendwo hier in der Basis? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das ist die Cat-Einrichtung. In die Richtung wollen wir sowieso. Tja, womit fangen wir denn an, Jungs und Mädels? Das ist jetzt die interessante Frage. Ich würde sagen, wir fangen da hinten an. Und bewegen uns erstmal Richtung Cat-Basis. Habe ich hier eigentlich eine Forschungsstation dran? Nee, scheinbar nicht. Nun gut. Und hier, dann da und dann da. Ich glaube schon, ne? Vertrauliche Daten beschaffen. Angaranische Spezialeinheiten haben sie vor eine Reihe von Herausforderungen gestellt. Es wird Zeit, sie zu beeindrucken. Denke ich auch. Na geil, jetzt sind sie hier alle markiert. Das heißt, ich muss mir irgendwie noch einen Wegpunkt setzen, damit ich die richtige Richtung finde. So, dort drüben ist es schon. Ah, ja, okay. Das sieht aus wie ein Cat-Schiff, das da gelandet ist. Nehmen wir vielleicht hinter diesen Stein. Where can I get one of those resistance patches? Trade your hustle. It's a Kari. And we don't just hand them out. I own mine. This is how we get into the Cat Command Center. Ich sehe gar keine Feinde. Sollte mich das beunruhigen? Ja, warum sehe ich hier keine Feinde? Weiß es nicht. Schon ein bisschen merkwürdig. Okay, die Tür führt nach draußen.
Vielleicht ist es mehr so eine Art Puzzle. Ah, da oben sollen wir hin. So, ein Sender. Ah, you found your first beacon. Ready for a taste of Hesgard training? Give me your best shot. I have a test of subtlety. Get into a kit base and download a full copy of its files. Ah, jetzt haben wir die Gegner. Hostile Shuffle incoming. Na, lass mal kommen. Gerade? Das sieht ein bisschen so aus, ne? Good targeting. Ach, da hüpft er einfach weg. Oh, was bist du denn? Ah, noch mehr? Okay, also wir müssen uns hier scheinbar durchkämpfen. Und hier eine Kette kommt. Das sind Seite da. Machen wir uns mal hier auf die Socken zum... Wo ist denn der nächste Punkt? Ah, die Kette hören hier scheinbar nicht auf. Warte ich. Ich glaube, da ist gerade schon das nächste Shuttle gelandet, ne? More incoming. Nummer 2. Auch. Das heißt, vielleicht wollen wir gar nicht hier stehen bleiben. Gott, schieße ich scheiße. Ah, was? Was? Nein! Was ist passiert? Keine Ahnung. Scheinbar Damage over time. Achso, der hat so eine Granate auf uns geworfen, die so ein Fate gebastelt hat, ne? So, wie sieht's aus? Die Konsole haben wir. Ach, aber jetzt sag nicht, jetzt ist wieder hier dieser schöne Bug, wo dann keine Gegner mehr auftauchen. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen zunichte wieder. Das ist schön. Und wie wär's mit Gegnern? Life support is stable. Reinforcements! So, und irgendwo hier hinten müssen wir noch hin, da hoch. Ja, scheinbar nicht hier hoch. Okay, da unten das haben wir, da drüben das haben wir. Und wo ist der letzte Punkt? Ich dachte, der wäre hier quasi. Okay, wenn ich dich ransehe, zoome, sehe ich auch nichts. Ken,
Wo ist denn der? Da ist er! Alles klar. Oh, mit der Waffe mache ich quasi keinen Schaden. Wenn ich das ziele. Schön. Ich weiß. So, dann gehen wir mal nachgucken. Nehmen uns ein bisschen Munition mit. Oder müssen wir doch hier hoch irgendwie? Nee. So, wir müssen auch erstmal ins Warme zurück. Hier ist die Konsole. So, jetzt haben wir doch alle drei Konsolen. Dann müssen wir die hier hinten nochmal aktivieren. Nee, eigentlich. Oh, die funktioniert nicht. Wo sind die Cat? Oh. Der denn so schnell hin? Müssen wir noch mal da hoch? Ich hoffe nicht. Enemies. The ambient temperature is normal. Okay, dann rennen wir halt noch ein bisschen rum und gucken mal, wo die nächste Konsole sich befindet. Aber eigentlich war ich der Meinung, wir hätten jetzt alle drei. Ist noch eine Konsole. Achso, aber das ist nur so eine Gefangenenbefreiung, ne? Na toll. So, hier haben wir eine, okay. Na, traut er sich raus? Ich hoffe. Nicht rennen. Ja, der bleibt da im Deckung.
renne jetzt einfach hier voll sinnlos auf diese Markierung zu. Ach, ist die falsche Markierung vor allen Dingen. So, also eine Konsole hatten wir hier. Ich denke eigentlich... Genau, hier haben wir auch eine aktiviert. Da müsste die dritte doch da hinten sein, wo wir gestartet waren. Dachte ich mir so. Aber da habe ich halt echt keine Konsole mehr gefunden. Hold on, Joel. Ja, eigentlich müsste hier die Konsole sein. Ja. Der weg, der rennt weg. Oh, unsere Drohne ist an dem dran. Sehr schön. Machen wir alle. So, und eigentlich müsste es hier dieses Terminal sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber das Ganze scheint verbuggt zu sein, dadurch, dass ich da geladen habe. Dann würde ich sagen, mache ich einfach einen Cut hier an der Stelle, starte die Mission nochmal und dann melde ich mich, wenn ich die hier geschafft habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Wir müssen hier in diesem Umkreis stehen bleiben, denke ich, um die Daten runterzuladen. Was natürlich auch nicht so die große Herausforderung ist, jetzt ehrlich gesagt, aber das scheint notwendig zu sein. Ich dachte, wir müssen einfach nur die Terminals aktivieren, aber nee, so einfach ist es halt nicht. Ups, daneben. Oh, ich brauche Munition-Check, gerade fest. Na, herrlich. Da drin gibt es Munition, da sprint ich mal schnell hin. Holen wir die und sprint hier wieder zurück in der Deckung innerhalb dieses Kreises. Ja, und da ist es eigentlich relativ simpel, ne? Ich meine, hier stehen bleiben, bis das fertig runtergeladen ist. Ja, beziehungsweise zwischendurch noch mal kurz ins Haus reinrennen hier. Weil wir sonst erfrieren. Genau deswegen. So, einfach einmal kurz stehen bleiben hier. Und dann rennen wir wieder zurück. Ja, keine Ahnung, warum wir hier so dicht bei bleiben müssen. Das scheint wichtig zu sein. So, irgendwie von rechts kommen die jetzt wohl eher. Sieht man da was? Ja, ein bisschen. Aha. Ich dachte schon, der wäre clever und würde uns jetzt durchs Haus flankieren wollen. Achso, und das müssen wir jetzt mit allen drei Punkten machen. Ja gut, dann gehen wir halt schnell zum nächsten weiter. Machen wir es uns hier so ein bisschen gemütlich. Wieso wird mir hier kein Fortschritt angezeigt? Geh mal zur Seite, Digga. So, okay. Müssen wir nochmal anwerfen hier scheinbar. Ach, direkt hier über uns landen die. Das ist natürlich äußerst unangenehm jetzt. Ja, da müssen wir wohl durch.
Dicken müssen wir erledigen irgendwie. Ja, das hat auch schon mal ganz gut funktioniert. Oh, da ist noch so einer. Weiter geht's. Ein Punkt haben wir ja noch. Dann nehmen wir uns nochmal Munition mit. So, laden wir runter. Tun wir nicht. Da müssen wir ja nochmal die Konsole aktivieren. Ach, jetzt auch Munition gegeben. Na gut. I don't think we're done here. Glaube ich auch. Aber bald. Ach, da drüben landen die wieder. Na gut. Oh, das sind aber eine Menge. Headshot versemmelt. Jetzt aber. Ach, hier hinter uns ist einer. Oh, wie hübsch. Da ist so eine Granate, da werde ich diesmal nicht reinrennen. Wo ist denn der? This should be it. Sam, get a full download. Good one. So, haben wir alles erledigt? Ich glaube schon, ne? Unsichtbar gemacht. Hä, aber den Trick kann ich auch. Ja, wo ist denn der hin? So, ich glaube, das war's. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann zur nächsten ganz tollen Aufgabe, die uns hier gestellt wurde, gehen. Kriege ich hier irgendwie ein schönes Bild hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Macht's gut ums dann, Jungs und Mädels. Ciao.